Halsband oder Hundegeschirr? Was ist das Richtige für meine Fellnase? Mit dieser Frage hat sich vermutlich jeder Hundebesitzer schon mal beschäftigt. In diesem Fressnapf-Video helfen wir euch bei der Modellwahl und zeigen, wie ihr die richtige Halsband- oder Geschirrgröße für euren Liebling ermittelt. Jetzt noch schnell auf Abonnieren klicken und dann heißt es, anleinen bitte! Halsband oder Geschirr? Hier scheiden sich die Geister. Pauschal kann man darauf keine eindeutige Antwort geben, denn beides hat Vor- und Nachteile. Ein Halsband kann dem Hund fix angelegt werden und ist im Sommer angenehm luftig. Es kann zudem von Vorteil sein, wenn euer Liebling noch nicht so gut an der Leine geht. Ein Halsband liegt allerdings auch relativ eng am Hals an, wodurch es zu Zugkräften kommen kann, die auf den Kehlkopf und die Halswirbelsäule eures Hundes wirken. Bei den meisten Hundegeschirren wird die Leine an der Verbindungsstelle zwischen Hals und Brustgurt eingehakt. Dadurch verlagert sich der Zugpunkt vom Hals auf den Brustbereich. Das ist vor allem bei kurzatmigen Hunderassen sinnvoll, zum Beispiel bei Bulldoggen. Ein Geschirr eignet sich zudem prima fürs Radfahren oder kann die richtige Wahl bei Hunden sein, die eine Leinenaggression haben. Was bevorzugt ihr für euren Schatz? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Worauf ihr in beiden Fällen bei der Auswahl achten solltet, zeigen wir euch jetzt. Kommen wir zunächst zum Halsband. Hier könnt ihr im Wesentlichen zwischen Leder und Kunstfaser wie Nylon oder Biotane wählen. Halsbänder aus Kunstfaser sind schmutzabweisend, angenehm zu tragen und dabei äußerst reißfest. Leder ist langlebig und sieht edel aus, sollte aber auch regelmäßig gepflegt werden. Und welche Modelle gibt es? Die Klassiker sind flache Halsbänder, die sich mit einem Klickverschluss oder mit einer Dornschließe verstellen lassen. Praktisch sind auch Retriever-Halsbänder, die schnell übergestreift werden können und sich nur so weit zuziehen, dass der Hund nicht mehr hinausschlüpfen kann. An dunklen Wintertagen seid ihr mit einem Leuchthalsband sicher unterwegs. Lasst euch gerne in unserem Online-Shop inspirieren. Vom Halsband wieder zurück zum Hundegeschirr. Welche Modelle gibt es hier? Zu den beliebtesten zählt das sogenannte Haargeschirr. Bei diesem Modell verläuft ein Gurt von der Brust durch die Vorderbeine des Hundes und verhindert ein Verrutschen. Viele Hunde sieht man auch im Norweger Geschirr. Hier verläuft ein Gurt vor der Brust und wird mit einem Bauchgurt oder einer Art Weste verbunden. Ein Step-In-Geschirr hat den Vorteil, dass es beim Anlegen nicht über den Kopf des Hundes gezogen werden muss. Das Step-In-Geschirr eignet sich vor allem für kleine Hunde oder Welpen. Ihr habt euch für Halsband oder Geschirr entschieden und wisst auch schon, welches Modell? Dann müsst ihr nur noch die richtige Größe ermitteln. Die findet ihr heraus, indem ihr die Maße eures Hundes nehmt. Mit einem flexiblen Maßband oder mit einer Schnur und einem Zollstock. Wichtige Voraussetzung, der kleine Wirbelwind muss gerade stehen. Für das Halsband messt ihr den Halsumfang einfach dort, wo das Halsband sitzen wird. Für das Geschirr messt ihr zusätzlich den Brustumfang an der stärksten Stelle. Zwischen Fell und Gurt sollten etwa 2 Finger breit Platz sein. In unserem Online-Shop findet ihr zu jedem Halsband oder Geschirr eine Tabelle. Einfach Maße vergleichen und schon habt ihr die richtige Größe für euren Liebling. Alles vermessen? Super! Dann noch schnell das Glöckchen drücken und auf zur Gassi-Runde im neuen Outfit. Ciao, wow und bis zum nächsten Video!